Braincast, der Schulfunk zum Gehirn. Hallo und herzlich willkommen zum Braincast. Mein Name ist Steve Ayan, ich bin Redakteur bei Gehirn und Geist und ich bin hier in Jena am neuen Campus der Universität. In diesem Gebäude hinter mir, hinter dem Schrotthaufen, findet dieser Tage die TEAP statt, die 51. Tagung experimentell arbeitender Psychologen. Und hallo Steve, was machst denn du hier? Arvid, ich dachte, ich nehme dir vielleicht mal die Arbeit für einen Braincast ab und tu mich hier auf der TEAP ein bisschen um und frage Leute nach der experimentellen Psychologie dieser Tage. Okay, dann erklär mir doch erstmal, was ist denn experimentelle Psychologie? Faltet man da das Sofa hoch, während die Leute dran sind und nimmt EEG und... Ja, zum Beispiel, also schau, das ist der Tagungsband. Es gibt hier 550 Beiträge von Psychologen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu so interessanten Themen wie zum Beispiel, ist Ekel eine Emotion? Wie fällen wir Entscheidungen? Worauf achten Fußballspieler beim Elfmeter? Es gibt Laborstudien, Feldstudien, alles, was das Herz begehrt. Ich würde sagen, wir tun uns mal ein bisschen um, oder? Hast du auch noch Interviewpartner wenigstens? Habe ich, ja, aber die kann ich dir jetzt noch nicht verraten. Na gut, dann schauen wir mal, was passiert. Auf geht's. Ja, wir sind ja hier in Jena auf der TEAP, auf der Tagung der experimentell arbeitenden Psychologen. Und die große Frage ist, was tun experimentell arbeitende Psychologen eigentlich und warum ist das wichtig? Ich habe hier einen Experten neben mir stehen, den Chris Frith. Das ist ein Professor für Neuropsychologie aus London vom University College. Und er hat sehr lange Erfahrung auf diesem Gebiet und ich werde ihm jetzt ein paar Fragen dazu stellen. Professor Frith, we're here on the TEAP, the Conference of Experimental Psychology in Jena, and my first question is, experimental psychology sounds maybe unfamiliar to many people. Basically, people have a lot of theories about psychological issues. We're all psychologists in a way. What is the difference between normal, like folk psychologists and experimental psychologists? What experimental psychology does is to discover which bits of folk psychology are right and which bits of folk psychology are wrong. And there are all sorts of strange ideas that we have which turn out to be completely wrong. And there was a very interesting lecture last night from Mike Burton about face recognition. And what he was showing is that we're very, very good at recognizing familiar faces, but we're very, very bad at recognizing unfamiliar faces, which of course is what people at passport control do when they look at your passport and they look at you and they say, is this the picture and are you the same as the photograph? And he's done various experiments to show that actually people are very bad, even when they're confronted with the actual person in the photograph, of recognizing whether it's the same person or not. And this is an example of the kind of, which is very surprising because we all believe we're very good at that. That's because we're good at recognizing people we know. And how you recognize people you don't know is a different question altogether. So that's an example of the kind of thing experimental psychologists can investigate. And what he's developing is new ways, replacements for photographs, for example. But of course, a lot of people are sort of skeptical about the thought that psychological issues like thoughts or feelings could be measured, which measuring things is a very important part of experiments. What would you answer to these people who say, well, how can you measure what I feel or how my thoughts are going? There's in fact a sort of pecking order in science where you have the so-called hard sciences like physics at the top and the soft sciences like psychology at the bottom, precisely because physicists are measuring objective quantities like the speed of light. And psychologists are trying to measure subjective things like how happy I feel. And I think this is, in a sense, unfair. All of our lives depends on these subjective experiences and being able to talk to each other about what our experiences are. And in fact, we're, on the whole, quite good at this. And you can measure
things like happiness by simply asking people to rate themselves on a scale from 1 to 10 or whatever it may be, and this works quite well. I had an interesting discussion with an eminent economist in the UK who is concerned with the recent discovery by economists that wealth doesn't make people happy, and therefore he wants to measure happiness directly. And he has this weird idea that the best way to do this is to put people inside a brain scanner and see which bits of the brain light up. And I was trying to persuade him that even if you did that, you would still have to ask the people whether they were happy or not to validate the results of this very expensive technique. Yes, in fact, you've been one of the first to introduce techniques like neuroimaging into psychological settings, trying to get the connection between what happens in the brain during certain psychological states. Nowadays, there have been a lot of doubts coming up in different studies if these measurements are so good. And there was a recent study calling it voodoo correlations, and hinting at some methodological problems connected with this. Do you see a sort of decline in the Eurofear concerning neuroimaging techniques in this? Do we have to be more skeptical about the measurements that these techniques deliver? Yes, I think we were all aware of the problems with these techniques, and the paper you're talking about was actually criticizing one particular method, and there are other methods that people use to which these criticisms would not apply. But in general, the problem has been, really going back to what we were talking about just now, that when you show people pictures of brains with coloured blobs in them, particularly if they're not in the field, they think this is real objective evidence, whereas in fact it's a statistical picture you're looking at. And it's rather like my economist friend who thinks that he can get more out of brain scans than he can out of asking people what they feel like. So certainly there are areas like in the use of brain scans in court cases or something like that where one thinks one has to be extremely careful. And from the point of view of a hardline experimental psychologist, which of course are the people at this conference, the brain imaging results are simply another measure, like reaction time, which you can use to get more information about the sort of psychological states you're looking at. And as long as we treat it as just one of many methods and treat it with caution, I think it will continue to be used, and it's going to be even more widely used, certainly in the UK, and I think that's true here too. Every decent psychology department now has to have its own brain scanner. My last question is, you've been here now since yesterday, and you've in your lecture yesterday you presented a lot of recent neuroscience studies, especially on the field you're concerned with, social cognitive neuroscience. Do you have a favorite experiment of yours, like a design that you really think beats all the others, or is very intriguing in a way? I guess at the moment my favorite experiment is the one carried out in the psychology department of Newcastle University, where they have, as in many departments, a kitchen where people go and make themselves coffee, and the milk is supplied by the department, and people are supposed to put money into a box whenever they use some milk. And what typically happens is there's the money in the box never actually covers the cost of the milk. And the people there had this brilliant idea of an incredibly simple and well-controlled experiment where they put a photograph above the money box. And one week it would be a photograph of a pair of eyes, human eyes, and another week it would be flowers, and then the next week it would be eyes, and the next week it would be flowers. And what they show very beautifully is that when there are eyes, people put more money in the box. Which is very interesting, because this is completely irrational behavior, because there's no one is actually watching you. So this is an example of what we call social contagion, that we're all incredibly affected by social cues, and these alter our behavior in a striking manner, and we're often not aware of this happening. Well, thank you very much, Professor Frith. Kontakt mit dir aufnehmen.
Frau van Helversen, Sie haben zwei Modelle untersucht, nach denen wir nicht entscheiden, aber doch bewerten. Können Sie die mal kurz beschreiben? Ja, also bei dem einen Modell handelt es sich um ein Exemplarmodell, was davon ausgeht, dass man die Ähnlichkeit von schon gespeicherten Exemplaren, also die man aus dem Gedächtnis abruft, benutzt, um dann wieder eine Bewertung durchzuführen. Denn das andere Modell ist eher ein bisschen regelbasierter, das sagt, dass man sich verschiedene Q-Werte anschaut und dann eine Kategorisierung macht, basierend auf den Q-Werten. Moment, Verzeihung, Q-Werte? Ah, okay. Q-Werte, dann würde annehmen, dass es multiple Informationen gibt, die man integriert, um eine Bewertung durchzuführen. Und jede einzelne von diesen Informationen würden wir als Q bezeichnen, also als ein Hinweis, in welche Richtung die Bewertung gehen sollte. Und das zweite Modell würde eben eine Kategorisierung basierend auf diesen Informationen vornehmen und dann eine Schätzung wieder, die abhängig von der Kategorisierung auf einen typischen Wert für diese Kategorie zugreift. Das heißt, wenn ich mich für mein nächstes Notebook entscheide, dann können Sie mir sagen, wie ich gedacht habe? Nicht wirklich. Also was wir versuchen könnten nachzuvollziehen, ist, wie vielleicht eine Bewertung von dem Notebook stattgefunden hat. Aber wir würden dann die Einschränkung machen, dass es eine Beurteilung nur von diesem Notebook wäre, unabhängig von anderen Notebooks, was jetzt vielleicht in der Situation nicht wirklich der Fall wäre. Das heißt, man bräuchte viele Einzelschritte, aber ich habe mich eh schon entschieden, von daher. Andere Modelle, die dann beschreiben, wie jetzt tatsächlich eine Entscheidung zwischen zwei oder mehreren Objekten stattfindet. Okay. Frau Suter, Sie haben untersucht, mal sehen, ob ich das noch richtig hinbekomme, ob sich moralische Urteile intuitiv bzw. also per Blink oder per Think, das waren Ihre wunderbaren Schlagworte, unterscheiden. Wenn ich mich recht entsinne, würden Haidt und Hauser jeweils sagen, man kommt aus diesem Blink-Effekt gar nicht so richtig raus. Haben Sie was anderes gefunden? Nein, also unsere Daten bestätigen diese These, dass eben moralische Urteile in diesen, was man vielleicht noch sagen muss, in diesen konstruierten moralischen Dilemmata intuitiv entschieden werden und dass, wenn man länger Zeit hat, um sich zu entscheiden, dass das keinen Einfluss auf die schlussendliche Entscheidung hat. Was man aber auch sagen muss, ist, das sind sehr konstruierte Dilemmata und inwieweit das dann im richtigen Leben anders ist, das können wir jetzt noch nicht sagen. Das spielen natürlich ganz viele andere Faktoren auch eine wichtige Rolle. Das war der Trolley bei Ihnen, ja? Das war der Trolley bei mir und wir hatten auch noch ganz viele andere Beispiele, auch noch solche, wo es eben mehr noch im richtigen, also in realeren Szenarien eingebettet war und wir haben aber auch da keine Unterschiede gefunden. Okay, wenn ich jetzt so ein ganz bescheuertes Entscheidungsmodell habe, das bedeuten würde, ich würde lieber vernünftig drüber nachdenken, als automatisch moralisch zu urteilen. Also ich würde mehr ins Think kommen wollen, als ins Blink. Haben Sie einen Tipp? Ein Tipp nicht, aber ich kann nicht ausschließen, dass das im tatsächlichen Leben nicht trotzdem passiert, weil durch soziale Interaktion und so weiter hat man natürlich auch andere Einflüsse, außer seine eigenen Intuitionen. Also da kann durchaus Deliberation auch eine Rolle spielen. Aber Sie hatten auch den Effekt, dass man mehr Zeit hatte bei diesem Trolley-Problem. Genau. Denken hat nicht geholfen. Da hat nicht geholfen. Man ist auf seiner man hat dieselben Antworten gegeben, wie wenn man länger, also wie wenn man intuitiv geantwortet hat. Das waren keine guten Nachrichten, aber trotzdem vielen Dank. Dankeschön. Ja, neben mir steht jetzt Professor Oswald Huber, Psychologe von der Universität Fribourg in der Schweiz. Eine große Leidenschaft von Herrn Huber ist den Lesern von Spektrum der Wissenschaft und auch Gehirn und Geist bekannt. Er ist nämlich der Cartoonist in beiden Heften, der immer mit dem Kürzel OH seine kleinen Zeichnungen, die wir dann im Heft zu Themen drucken, signiert. Herr Huber, Sie sind auch hier auf der TERP und auch schon ein regelmäßiger Gast auf der Tagung und haben auch in diesem Jahr wieder eigene Experimente vorgestellt. Sie arbeiten auf dem Gebiet der Entscheidungspsychologie. Können Sie kurz in ein paar Sätzen schildern, welche Ergebnisse Sie vorgestellt haben, was das Thema Ihrer Studien war? Wir arbeiten in Fribourg schon seit einigen Jahren hauptsächlich mit Risikoentscheidungen, und zwar mit Entscheidungssituationen, die sich von den gängigen unterscheiden. Risikoentscheidungen werden hauptsächlich mit Glücksspielen untersucht.
und wir verwenden alltagsnähere Szenarien und da zeigt sich, dass das Entscheidungsverhalten deutlich unterschiedlich ist von Entscheidungen zwischen Glücksspielen. Bei dieser Tagung haben wir ein Experiment vorgestellt, wo es um die Reihenfolge der Informationsbeschaffung geht, also welche Information beachten die Leute zuerst, und die klassische Meinung und Ergebnisse aus der Entscheidungstheorie sind, dass zuerst die negative Information angeschaut wird. Und wir haben bei den Alltagsnäheren herausbekommen, dass die Leute zuerst das Positive wissen wollen. Und jetzt ist die Frage aufgetaucht, ob das nur bei alltagsnäheren Szenarien ist oder auch bei Glücksspielen. Da haben wir ein Experiment gemacht, wo wir die beiden Typen von Entscheidungsaufgaben verglichen haben. Und es stellt sich heraus, dass bei Glücksspielen die Sache genauso ist. Also es scheint wichtig zu sein, was kann ich Positives erreichen, und damit macht man die erste Auswahl und schaut sich dann weiter an, was die Alternativen bieten. Und was würden Sie sagen, ist so der Hauptnutzen, den so eine Tagung wie hier für Sie, für Ihre Arbeit hat? Also haben Sie interessante Anregungen in der Diskussion Ihrer Experimente mit Kollegen aufnehmen können? Gab es Dinge, die Sie jetzt sozusagen mit nach Hause nehmen? Ja, die TEAB ist einer von den Kongressen, die nicht auf ein spezielles Thema ausgerichtet sind. Das hat den Vorteil, dass man auch mit Leuten zusammentrifft in den Vorträgen, die sozusagen eine Außensicht mitbringen, für die nicht alles selbstverständlich ist, und das bringt manchmal ganz interessante Fragen und Diskussionsbeiträge. Ja, dann noch viel Spaß und wir freuen uns auf die nächsten Cartoons von ihm im nächsten Heft. Wiedersehen. Tschüss. Wir sind jetzt im Posterbereich und an just dem bin ich hängen geblieben, aber stell du dich doch erstmal vor. Hey, grüß Gott, mein Name ist Valerie Berner, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Psychologie an der Universität Augsburg. Okay, und dein Thema ist ziemlich erschreckend aktuell. Kannst du kurz beschreiben, was ihr macht? Also wir haben ein Trainingsprogramm zur Aggressionsverminderung im Schulkontext entwickelt. Besser gesagt, wir haben das ein Programm aus Amerika adaptiert und den deutschen Schulkontext angepasst, was einfach erschreckend ist. Und ja, wir haben versucht, hier jetzt die Lücke eben aufzugreifen. Es gibt kaum evaluierte Programme in Deutschland, also Programme, die wirklich wirken. Und wie funktioniert sowas? Wie kriegt man die Aggression runter? Also das beruht jetzt auf dem theoretischen Modell von Crick und Dodge, dem Informationsverarbeitungsmodell, das eben angesetzt wird in der nach einem 8-Stufen-Plan, und es wird eben danach gegangen, die sozialen Fähigkeiten aufzubauen und dadurch die Aggression zu vermindern. Und es sieht so aus, dass sich so 8 bis 10 Teilnehmer treffen und zusammen mit dem Gruppenleiter und dann in Einzelgesprächen, Gruppendiskussionen, Rollenspielen eben ihre Wahrnehmung schulen, also sensibilisiert werden. Und dadurch die sozialen Fähigkeiten werden aufgebaut und dadurch die Aggression vermindert. Und das wurde eben wissenschaftlich evaluiert, das Ganze. Und da haben wir eben nachweisen können, dass die Aggression eben vermindert werden kann. Okay, wenn ich jetzt Lehrer bin und ich sehe das und ich will irgendwas machen, wie kriege ich dieses Ding? Also dieses Programm haben wir dann auch Bücher rausgegeben, und so kann das an jeder Schule auch selber durchgeführt werden. Also es gibt ja in jeder Schule Schulsozialarbeiter oder auch Psychologen. Also sinnvoll ist es, wenn das ein Außenstehender, nicht der Lehrer, der Klassenlehrer vielleicht selbst macht. Und deswegen haben die Autoren, also Johannes Bach und Silvia Kratzer und Kollegen, eben ein Trainingsbuch geschrieben für die Teilnehmer selber, wo die alle Übungen des Programms drin sind, und für die Gruppenleiter eben ein Leitfaden sozusagen, wo jede Übung nochmal einzeln beschrieben wird, was das Ziel jeder Übung ist. Prima, vielen Dank. Haben wir irgendwas gelernt? Also ich fand es klasse zu sehen, was sich Psychologen alles für aufwendige Experimente ausdenken, um irgendwie das Denken, Gefühle und andere schöne Dinge zu untersuchen. Also es gibt echt sehr viele, das finde ich das Spannendste an dem Experimentellen, aber der Versuch, sozusagen Dinge, die man aus dem Alltag kennt, Phänomene zu übertragen in Situationen, die man im Labor oder in experimentellen Bedingungen halt untersuchen kann. Und das ist ziemlich aufwendig und erfordert eine Menge Kreativität. Und da kriegt man hier sehr viele interessante Beispiele für. Okay, Steve, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Abi, war mir ein Vergnügen.
Thank you.